von einem Fahrgeschäft auf 30 Fahrgeschäfte innerhalb von 5 Jahren. Das haben wir geschafft und in diesem Video werde ich dir genau erklären, was die Strategie dahinter war, der Plan dahinter war und wie du es selbst theoretisch nachmachen kannst. Also sprich, dieses Video ist für alle interessant, die ein lokales Einzelhandelsgeschäft oder Dienstleistungsgeschäft haben, denn diese Strategie wird super notwendig für die nächsten 10 Jahre. Ja, herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Markus Unger. Ich bin der Gründer und Geschäftsführer von der Fitbikes GmbH. Und um jetzt hier ein bisschen ins Detail einzutauchen, müssen wir ein Stück in die Vergangenheit zurückfliegen, könnte man sagen. Ich werde dir wirklich genau erklären, wie wir das gemacht haben, was die drei Pfeiler für unsere Expansion waren und wie du es nachmachen kannst. Vor vielen, vielen Jahren, nämlich 2015, habe ich ein Fahrgeschäft übernommen in München, im Berg am Laim, in der Josefstraße 34. Das kannst du heute noch googeln, vorbeikommen, das gibt es nämlich noch. Und dieses Geschäft hat ein Riesenproblem gehabt, nämlich es ist in der Sackgasse, es hat 300 Quadratmeter, es ist ein ganz normal klassischer Einzelhandel für Fahrräder gewesen. Was heißt das? Das heißt, dass ich als Inhaber Fahrräder gehandelt habe. Ich habe Fahrräder eingekauft von Fahrradherstellern und habe Fahrräder mit einem Aufschlag verkauft. Ich hatte eine kleine Werkstatt-Servicebereich, wo ich dann die Fahrräder geserviced haben, aufgebaut haben und ein ganz klassischer Fahrrad-Einzelhandel. Das hat aber ein großes Problem, nämlich ich bin nicht der Hersteller von diesem Produkt. Das heißt, ich kann nur Produkte einkaufen von einem Fahrradhersteller und dieser Fahrradhersteller verkauft diese Produkte leider meistens auch an andere Fahrgeschäfte. Das heißt, was damals relativ häufig passiert ist, ist, dass Kunden, potenzielle Kunden bei mir eine Fahrradberatung gemacht haben. Ja, das heißt, ich habe Fahrräder eingekauft, ich habe sie hingestellt, ich habe sie aufgebaut. Dann kam irgendjemand rein, dann haben wir dieses Fahrrad gemeinsam angeschaut, wir haben Probefahrten gemacht, etc. etc. Und dann hat die Person gesagt: Ja, wunderbar, das ist genau mein Fahrrad, was ich brauche. Und ist aber dann gegangen und nie wiedergekommen. Und kam dann vielleicht sogar später mit dem Karton wieder rein, weil sie das Fahrrad woanders gekauft hat, aber zu einem günstigeren Preis. Und das ist super enttäuschend und super ätzend, aber man kann relativ wenig dagegen machen, denn das Produkt ist einfach nicht mein Produkt und der Kunde kann das exakt selbe Produkt woanders kaufen für einen potenziell niedrigeren Preis. Und ich habe mir damals gesagt, das kann doch nicht sein, da müssen wir irgendwas dagegen tun. Es war völliger Normalität in der Fahrradbranche damals, dass Fahrräder eigentlich nicht zum UVP verkauft worden sind, sondern mit 10%, 12%, 15%. Die letzten Jahre war das nicht so, aber jetzt kommen wir wieder in diesen Markt zurück, wo eben der Kunde das Fahrrad woanders deutlich günstiger bekommen kann. So. Wir kennen aber auch Produkte in unserem Alltag, wo wir bereit sind, für dieses Produkt mehr Geld zu bezahlen, obwohl es ihnen exakt selbe Leistung von einem anderen Hersteller vielleicht gibt, für niedrigeres Geld. Das gibt es auch im Fahrradbereich. Das heißt, ein Fahrrad kann fahren, ja, es hat Pedale, Lenker, Sattel, Reifen, aber wir sind häufig bereit, auch in der Fahrradbranche, für ein Produkt, das dieselbe Leistung hat, mehr zu bezahlen beim Fahrradhersteller A als bei einem anderen Hersteller, Fahrradhersteller Nummer B, der dieselben Sachen anbietet, aber zu einem niedrigeren Preis. Aber trotzdem bin ich bereit, es bei Fahrradhersteller A zu kaufen, zu einem teureren Preis. Warum? Weil der Fahrradhersteller A es schafft, eine Marke zu kreieren, eine Leistung, eine Wahrnehmung, ein Add-on obendrauf, weg von den technischen Details, wo ich als Kunde sage, okay, das ist mir wert, dieses Produkt, obwohl ich es woanders vielleicht günstiger bekomme, aber eben nicht genau das gleiche, sondern nur so ähnlich, für einen teureren Preis einzukaufen. Das heißt, wenn ich ein Markenprodukt habe, bin ich bereit, dieses Produkt zu kaufen. So, Fitbikes, damals hieß es schon Fitbikes, musste also eine Marke werden. Mein Ziel war relativ simpel. Der Kunde sollte nicht wegen dem Produkt zu mir kommen, um das Produkt bei mir zu kaufen, da bin ich nämlich austauschbar als Händler, sondern er sollte wegen meinem Laden zu mir kommen, damit er bei mir dann ein Produkt kauft. Also sprich, nicht wegen dem Produkt, sondern wegen dem Fahrradgeschäft. Ich musste Fitbikes als Marke aufbauen. Wer jetzt uns auf die Homepage anschaut oder auch unseren Werdegang verfolgt hat, der weiß, dass wir ein paar Dinge in der Leistung gemacht haben. Es gibt bei uns eben einen Auswahlprozess, es gibt ein Vermessungssystem, es gibt eine Fahrspaßgarantie. Das heißt, wir haben unsere Leistungen anfassbar gemacht, aber wir haben auch in einem weiteren Schritt eine Marke aufgebaut. Und das war der erste Schritt, den du nachmachen solltest, wenn du ein Produkt hast, was du dir selber baust, dass du eine Marke wer deine eigene Marke, wegen der Leute zu dir kommen, um ein Produkt zu kaufen. Ja? Haben wir geschafft, haben wir sehr erfolgreich geschafft.
Deutsche Fitbikes mittlerweile sehr bekannt. Und die Leute kommen wegen der Marke Fitbikes, um bei uns ein Fahrrad zu kaufen. Was da draufsteht, ist denen völlig egal. Der zweite Schritt war, wir mussten aus der Sackgasse raus. Der Fahrradladen war und ist in einer Sackgasse, da kommt keiner zufällig vorbei und kauft mal schnell ein 4.000 € Fahrrad, sondern wir mussten irgendwas machen, damit die Leute, die potenziellen neuen Kunden, uns schon kennenlernen und dann zu uns kommen. Und dabei haben wir Marketing gemacht, und zwar auf Social Media, bei YouTube, Facebook, Instagram. Haben wir ganz, ganz viel Marketing gemacht, sind also aktiv aus unserer Sackgasse rausgegangen und haben alles dafür getan, dass Kunden uns schon online kennengelernt haben und dann zu uns gekommen sind. Was machen viele Kollegen und was machen viele auch im Einzelhandel? Die machen Hoffnungsmarketing. Die hoffen, dass morgens, wenn sie die Tür aufmachen, genug Leute durch diese Tür reinlaufen und einfach ihre Produkte kaufen. Und das geht nicht und das geht auch jetzt in der Zukunft noch viel weniger. Weil im Fahrradbereich jetzt auf einmal genug Ware wieder da ist, aber nicht mehr genug Kunden. Das heißt, wenn ich nichts Aktives dafür machen kann, dass Kunden mich kennenlernen und einen Weg zu mir auf sich nehmen, dann wird Hoffnungsmarketing eine recht enttäuschende Geschichte, sein. Ja? Das heißt, wenn ich es schaffe, eine Marke aufzubauen und dann es auch noch schaffe, diese Marke nach draußen zu schreien, dass Leute diese Marke, diese Leistung kennenlernen und wegen dieser Marke zu mir kommen, dann bin ich schon mal zwei Schritte weiter als viele meiner Mitbewerber. So, der dritte Aspekt war, ich musste es schaffen, dass diese Kunden dann auch maximal begeistert aus dem Laden wieder rausgingen. Ich musste also Prozesse bauen und meinen Kunden versprechen, mein Qualitätsversprechen, möglichst überall einhalten zu können. Egal, ob ich das mache, mein Mitarbeiter, Azubi oder wer immer es macht. Wir mussten irgendwie unser Leistungsversprechen, was wir rausgebrüllt haben und auch immer rausbrüllen, einhalten zu können. Das heißt, wir haben Prozesse aufgebaut. Prozesse, die so einfach sind, dass jeder Mitarbeiter auch als Quereinsteiger, Quereinsteigerin das nachmachen kann und wir unser Qualitätsversprechen damit halten können. Das heißt, wir haben uns genau angeschaut, wie wird ein Kunde begrüßt, wie wird eine Werkstattnahme gemacht, wie wird ein Fahrradverkaufsgespräch gestaltet, was mache ich bei Reklamationen. Das sind alles Prozesse, die wir sozusagen aufgeschrieben haben. Trainieren, üben. Es macht uns möglich, ein hohes Qualitätsversprechen immer auf einem sehr ähnlichen Level abzuliefern. Also, wir passen nochmal zusammen. Marke sichtbar machen, Systeme, Prozesse. So, jetzt haben wir ein in sich funktionierendes Geschäftsmodell, aber trotz allem noch relativ wackelig, weil wir es von sehr wenigen Personen abhängig ist. Und jetzt habe ich mir gedacht, okay, wie kann denn die Zukunft ausschauen? Die Situation, in der ich bin, müssen doch eigentlich auch viele andere Geschäfte auch sein. Also viele andere Geschäfte brauchen eine Homepage, brauchen einen Einkauf, brauchen irgendwas im Bereich IT. Also sprich, ich habe viele Bereiche in meinem Fahrgeschäft, die ich in irgendeiner Form managen, lösen, verwalten muss, was die anderen Fahrgeschäfte eigentlich auch machen muss. Und dann war der Gedanke, okay, das ist doch eigentlich ganz simpel, wenn ich mich mit anderen Geschäften zusammentue und wir lösen die Dinge einfach gemeinsam. Ja? Wir machen gemeinsam Dachbrand. Ja, aber trotzdem kann jeder für sich noch eigenständig sein, jeder kann für sich dezentral einkaufen, jeder kann für sich vor Ort maximal verantwortlich sein. Aber es gibt ein paar Dinge, die werden einfach geshared, die werden einfach gemeinsam gemacht, die werden gemeinsam verwaltet, die wird gemeinsam eingekauft, gibt es ein gemeinsames IT-Team, gibt es ein gemeinsames Marketing, gemeinsame Dach-Homepage sozusagen. Das heißt, ich mache mein Geschäftsmodell, was relativ komplex ist in der Fahrradbranche, das teile ich mir mit den anderen, kann mir damit Experten leisten, kann damit in manchen Bereichen Geld sparen und damit habe ich ein viel einfacheres Geschäftsmodell. Das heißt, ich habe vier Bausteine: Marke, Sichtbarkeit, Systeme und gemeinsam das Ding zu machen. Und das war der Plan. Da haben mich am Anfang viele für ausgelacht in den ersten ein, zwei, drei Jahren. Und jetzt nach und nach sind viele Neugründer, die das dann genutzt haben, Neugründerinnen, die gesagt haben: Okay, du hast ja alles, was ich brauche, um ein Fahrgeschäft aufzumachen. Bitte gib mir das, dann spare ich ein paar Jahre. Und es gibt mittlerweile auch viele Fahrgeschäfte, die gesagt haben: Okay, es ist natürlich viel einfacher, wenn ich gemeinsam mit dir einkaufe, als wenn ich alleine einkaufe, weil ich kriege viel günstigere die Ware sozusagen. Ja, das ist ein Aspekt nur davon. So, und jetzt, wie kannst du es nachmachen? Im Endeffekt genau so. Du musst dir überlegen, warum kauft jemand bei dir ein Fahrrad? Ich habe mir sehr klar die Frage gestellt, warum soll jemand bei Fitbikes ein Fahrrad kaufen? Dann, wie kann ich das nach draußen schreien? Also, wie kann ich sozusagen meinen Wunschzielkunden, wie kann ich den draußen finden? Wie kann der mich oder wie kann sie mich finden? Und dann, wie kann ich sozusagen diese Prozesse vor Ort skalieren? Jeder, der einen Fahrradladen hat, ja, ich meine, der kann das alles komplett selber aufbauen. Dafür habe ich wahrscheinlich insgesamt 8, 9 Jahre gebraucht dann. Das ist dann nur viel schneller geworden mit der Zeit. Aber natürlich viel einfacher wäre es einfach nur zusammenzuarbeiten, ja, weil wir haben das ganz schön aufgebaut.
Und das macht natürlich jetzt auch keinen Sinn, einfach diese Zeit da selber reinzustecken, sondern man kann es ja einfach übernehmen, was schon da ist. Ja? Für alle anderen, die ein lokales Einzelhandels- und Dienstleistungsgeschäft haben, die sollten sich das exakt überlegen, wie sie das machen. Denn die nächsten Jahre werden auf jeden Fall nicht einfacher werden. Es wird ein Kampf werden um die richtigen Kunden und um die richtigen Mitarbeiter. Und dafür sind zwei Dinge super entscheidend, nämlich Marke und Sichtbarkeit. Du musst es schaffen, mit einer Markenbotschaft sichtbar zu sein, damit Kunden und Mitarbeiter bei dir das Produkt kaufen und nicht bei der Konkurrenz Produkt kaufen. Wenn dich das interessiert, klicke auf den Link unten in der Videobeschreibung und lass uns gemeinsam an deinem Markenbotschaft arbeiten. Und alle Fahrgeschäfte, die das Video jetzt gesehen haben, bis zum Ende hier, sind herzlich eingeladen, einfach mit mir zu sprechen. Ja, lass uns einfach mal gemeinsam telefonieren, lass uns mal anschauen, wie ihr momentan aufgestellt seid, lass uns anschauen, wie Fitbox momentan aufgestellt ist und vielleicht ist das Ganze ja ein Match. Wir lassen super wenige dort rein, weil es muss wirklich super gut passen von den Gegebenheiten. Aber vielleicht ist es ja ein Match und dann wäre es sozusagen für dich als auch für die Fitbikes-Gruppe eine Win-Win-Situation. Von daher lass uns einfach unverbindlich telefonieren. Geh dazu auf www.fitbikes.de/Lizenz. Lass uns anschauen. Ansonsten war es ein nettes Gespräch. Und dafür gilt trotzdem, alles, was ich gerade im Video gesagt habe, ist für die Zukunft, für den Einzelhandel super, super wichtig.